Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Abfahrt, Partner. Wir holen uns den Train und Mr. Cornwall. Auch immer Mr. Cornwall sein mag. Boah, ist schon nice. Auf einmal ist es dunkel. Ja. Die reiten ziemlich lange, die Jungs. Oh, und wir kommen jetzt, glaube ich, das erste Mal aus dem Schnee raus. Kann das sein langsam? Müssten wir eigentlich, ne? Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell. Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. Oh, that goes yeah. For all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money. Once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. Okay. Whoa. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Auf dem Kammer, okay. Whoa. Denke ich, hier werden wir es sprengen, ne? Whoa. Wenn alles klappt. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Alles klar. Ich geh mal nach Bill gucken. Auch für Bill sprengt das jetzt. Hey Bill. What's up? How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Nimm die Spule. Aber na klar mache ich das. Aufheben. Ja, nice. Und wir müssen bis da vorne hin. Nice. Liebe ich jetzt schon. Das ist ja so geil. So, dann haben wir. Dann knipsen wir die mal ab und Rinder. Zack. Okay. Schön verbinden.
All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Alles klar, Mann. Wir sehen uns später. Warum? Dummes Pferd, Alter. Springt über alles außer über den Kackholzteil hier. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Oh, man. Okay, cover your faces. Nein, train should be here any minute now. Jetzt können wir unsere Faces übrigens. Erstmal das. Und jetzt mal schön übers Gesicht legen. Abfahrt. Gentlemen, it's time. Oh. Good luck, all of you. You all know what to do. Ich hoffe. Bam. Here we go. Nein. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me! Where did you find that moron? You said it was fine. Oh. Come on! You're pathetic. You know that? Ja, das ist leider echt so. Shit! Weil ich. Wir müssen drauf, Jungs! Oh nein! Fuck, einer hat's nicht geschafft. Wir sind der Einzige. Fast der Einzige. Lenny, komm hoch. Achso, ich muss mehrfach hintereinander links klicken. Der hat sich gepackt. Messer. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Ja, klaro. Hol ihn dir. Arthur, who's going? Ich hol den alleine. Oh shit, we got company. What do you shoot those bastards? Alles gut. Hä? Wie hätte der mich denn sehen können? Auch da. Sehr schön. Eigentlich war das gerade dumm, weil ich hätte mich gefreut. Diese Mechanik ist mir halt auch jetzt so nicht bekannt, dass man sagt, hey, geh den mal töten oder nicht. Also das war gerade ein bisschen doof. Fuck you! Wir müssen ja nicht alle ausrauben am Anfang. Ah, der Wichser. Bah. Digga, Alter, halt dein Schnutzen. Runter mit dem. Oh, fuck, meine Waffe. Und Zug anhalten, Abfahrt. Sehr schön. Da kommen noch welche. Bahn. Wie kommt denn der da hoch? Oh, ist auf der Zunge.
think so. Good. Shut up, Schuss. Damn, he's got an arm. Who is this guy? Doing good, kid. Where the hell are the others? I don't know. Hallo. Shoot him. Hammer alle. Ein Schuss hat gereicht. Hier mal gucken. Da hinten ist noch einer. Nein. Jetzt haben wir ihn. Das war ein Blindshot. Also mehr ein Blindshot. Sind das unsere Leute? Ja, ne? Good shoot, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Parker, get over here. Okay. Ja, gleich. Ich muss hier. Ich will wenigstens ein, zwei Leichen ausnehmen. Einfach nur, damit ich etwas habe. Weil irgendwann werden wir wahrscheinlich auch den Rest der Welt begutachten und da brauchen wir auch ein bisschen Kohle. Hier, Hammer. Also, mach mal nicht so rum. Ja, ja, ich nehme noch den hier mit. Und wir brauchen Munition so oder so. Okay. Danke. Ich bin da. You two all right? Yes. Yo. Let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Eben. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. Four, three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. So. Wir sollen aus der Hüfte ballern. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Danke. Now, wir machen das. Too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Tja. Wird ein bisschen doof für euch. Seems good enough. Now light the fuse. Here we go. Abfahrt. Freie Bahn. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Okay, jetzt ist besser. Bam. Open the door. All right, come on. Let's walk on out here. We don't want to kill you. My we just want to rob your boss. Eben. Get on up there. Search that train. Weg mit denen. Stellt sie da hin. Ich will mir das mal angucken, was es dort gibt. Ich hoffe, es gibt gute Sachen. Hä? Ich drück doch. Ja. Gut. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. Ein Brief. Moment, you're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's sehr geehrte. I'll give you that. Sehr geehrte Mr. Cornwell, wir erwarten noch immer. Wir warten noch immer auf Ihre Zahlung von $2,000 für die erste Phase der Bohrfelderkundung im Waipiti Indianerreservat bei Amberino. Wir vereinbarten diese Summe im Vertrag zwischen den Cornwall Kerosin- und Teewerken und der Leland Ölentwicklungsgesellschaft am 9. November 1898. Nach Erhalt der vereinbarten Summe werden wir unverzüglich zu den Phasen 2
2 und 3 übergehen und Ihnen innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht mit unseren Erkenntnissen vorlegen. Mit verbindlichen Grüßen, James Critchley, Leiter Rechnungsabteilung, Leland Öl Entwicklungsgesellschaft. Okay. Ist halt, also es ist schon anstrengend zu lesen, wenn hier, ne? Ach, eine Zigarre. I am not robbing another boat as long as I live. Also, was haben wir denn hier? Schranklos suchen. Zigarre. Ja, warte doch mal, Diggi. Ich guck doch gerade, was er hat. Oh, so tolle Sachen hat er gar nicht. Now, this looks like something. Eine Schatulle. Was hast du denn, Kumpel? These just seem to be contracts. Arthur, have you looked down the end there? Nur Verträge. Think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Kann sein, dass hier das Eigentliche ist. Premium-Zigaretten, Geldbündel. Ah, gut. Was? Karte durchsuchen? Ah, okay. Leviticus Cornwell, Oil Tycoon. Okay. Also so kann man sich die Sachen anschauen. Ah, hier haben wir noch einen Brief. Was steht hier? Sehr geehrter Leviticus, danke für Ihr Telegramm und Ihr Interesse an der Jameson Bergbaugesellschaft. Allerdings entbehren alle Berichte, die Sie über schlechte Führung oder finanzielle Schwierigkeiten der Mine in Annisburg erhalten haben, jeglicher Grundlage. Und ich würde darauf drängen wollen, dass Sie Ihre Quellen hinterfragen. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Ölindustrie. Ich bin daher nach wie vor offen für ein geschäftliches Treffen, wann immer es Ihnen zeitlich passt, sodass wir unsere unterschiedlichen Branchenkenntnisse miteinander teilen können. Es wäre mir auch ein Vergnügen, Sie hier in Annisburg zu begrüßen und Ihnen persönlich die Mine und die angeschlossenen Werke zu zeigen. Ich freue mich bereits jetzt auf Ihre Antwort. Mit ergebenen Grüßen, Archibald Jameson. Okay. Dann haben wir sowas noch. Wir haben hier einen guten Brandy. Wir durchsuchen natürlich alles. Also die drängen ja immer so, ey, mach mal hin, hey, mach mal das. Ja, noch einen guten Brandy. Was zu saufen. Ah, wir sind fertig, okay. Gab auch nicht mehr. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now would you get rid of all of this? The train? Yeah. Get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Kümmere dich um die Wachen. Okay. Get on the train, quick. Jo, danke. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on. Komm, geht rein. We won't tell a soul, I swear. If I hear so much as a footstep from this car, yeah. You'll end up like all your friends out here. Geh rein. Move on. Geh rein einfach. Also, wenn ich sehe, dass die sich rausbewegen, dann gibt's aber hier Kladderadatsch. Das kann ich euch sagen. Oh, Ausdauer. Noch eins besser. So, da wären wir jetzt auch. Dann gehen wir hier rein. Perfekt. Ich meine, die sollen ruhig abhauen, wenn sie wollen. Wir waren freundlich. Wir haben sie verschont. Natürlich haben wir sie verschont. Was glaubt ihr denn? Und die können natürlich weiterfahren. Die können ja überlegen, wie sie den Zug jetzt stoppen. Ohne Zugführer. Aber so schnell waren die ja zu der Zeit noch nicht. Den ganzen Loks und so. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train.
We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Ist halt irgendwie eine Familie, das merkt man schon. Und jeder kennt irgendwie jeden und alle die Fehler, die die anderen machen und die Eigenschaften und so. Das ist schon süß. Muss man schon zugeben. So, jetzt geht's ja mal raus. Ist da alles wüst. Spiel sehr gut. Das Spiel kann einen an seine Gemeinschaft ketten und das ist krass. Dieses Gefühl hatte ich leider Lenny, Micah, get over here. Bei Online nicht. Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Also dieses Gefühl bei Online, was so eine Gemeinschaft angeht, war so natürlich nicht da, aber ist auch schwer darzustellen in einem Online-Game. Also. Ach so, jetzt muss ich doch steuern. Alter, wie voll. Wir kennen die Stelle. Also, ich meine, die Karte kenne ich jetzt zumindest so gut, dass ich sagen kann, okay, ich weiß, wo wir sind. Oh nein. Die Milchkanne. Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Und raus. Anheben. Passt. Rad anbringen. Rad anbringen. Rad anbringen. See? You ain't so useless after all. Not quite. Das sind echt so die kleinen Probleme, die sie hier haben, ne? Oh. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. That's schon. Jetzt sind sie nicht mehr da. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Es ist schon krass. Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stole them clean away from them, it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant. How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here.
Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. Ohne Scherz. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Yeah. Ohne Mist, das Spiel. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from all these woods down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, well, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but... We kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Ohne Mist, dieses Spiel hat eben in drei Sätzen erklärt, warum Leute, die den Genozid an vielen Nationen, vielen Menschen, vielen Rassen, auf den Strich nicht lassen, im Sinne des Rassismus, die es hier gab, und des Xenophobie, dass wir eigentlich alle dumm sind und das nicht sehen. Und das fand ich gerade so krass, dass es eben in 4-5 Worten erklärt hat, dass der Spieler dumm ist, weil er das nicht sieht. Weil die meisten das nicht sehen, die solche Spiele spielen vielleicht sogar. Weiß gar nicht. Oder einige es sehen, aber einige wiederum nicht. Ich meine, ich will jetzt nicht zu... Rechts lang, ja. Ich will jetzt nicht zu... Alle unter einem... Kammscheren, aber ich glaube, das will er so ein bisschen sagen, so ihr seid alle doof, ihr seht das nicht. Und dass wir eigentlich hier genau dieses Gespräch haben und diese Situation einmal dargestellt bekommen, ist halt schon krass. Auch nochmal zu, hier so mitzubekommen, ja. Die Indianer konnten halt nichts, die haben halt alles verloren, weil die Europäer damals und dann später dann die Amerikaner einfach kamen und gesagt haben, verpisst euch, ist unser Land. Und das ist so krass, das ist schon gut geklärt. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried.
I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from a dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ja, nice. Wir haben eine eigene Basis. Kapitel 2, Horseshoe Overlook. Übrigens, was ich sagen wollte, ist, diese Stelle hat selbst mich vor den Kopf gestoßen. Und deswegen fand ich sie so gut. Ein paar Wochen später. Also das mit dem, ne, mit dem Indianer. Deswegen habe ich eben Fall genannt. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. He'd been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Okay, wir haben auch eine Kamera bekommen, sehr nice. Wird auf der Karte mit einem Hm angezeigt, das kennen wir ja jetzt schon von Red Dead. Bringe Pierce ein Tier, um das Lager zu versorgen, es kann Fleisch für Essen benutzen und aus Häuten Taschen mit erhöhter Kapazität herstellen. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free. To plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Yo, nice. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Also, weil das kennen wir ja noch gar nicht. Munition, Vorräte und Arzneien kannst du im Lager finden. Der aktuelle Lager wird angezeigt, wenn du in der Nähe. Okay. Wir haben ein bisschen Money.
Wir können auch Geld spenden, wie ich gehört habe. Wie wir gelesen haben. Hier, diesen Stand kennen wir ja jetzt schon. Genau, hier kann man auch Verbesserungen. Was bedeutet das? Wow. Alter. Okay. Johns Unterkunft. Lagertische. Okay, die kann man auch schöner machen. Okay, das kann man machen. Okay, man kann so kleine Verbesserungen machen. Was ist denn? Schlangenleder. Zeugs. Bringt das alles irgendwas? Ja, das wird natürlich auch nochmal nice. Das werden wir auch nochmal brauchen. Ja, es ermöglicht dir wesentlich mehr Gegenstände jeder Art zu tragen. Kaufe Lederbearbeitungswerkzeugstelle. Alle anderen Taschen her. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Morgen. Das hier wird dann wohl... Kann es sein, dass wir hier Leute dann nochmal dazu holen können? Ich meine, wir haben ihn jetzt hier am Schlachtertisch. Ist hier auch so ein Bild? Stelle ich mir so als Frage, weil... Hier ist kein Bild. Okay. Die können wir mal essen. Ich muss mich erstmal in Ruhe umgucken, Leute. Ich, bin hellauf begeistert gerade. Hey, Dutch. Also wir haben ein paar Missionen zu machen. Wir können aber auch erstmal jagen zum Beispiel. Ich würde gerne dieses Ding hier nutzen. Einen Beitrag leisten. Okay. Wenn ich jetzt Geld spende. Okay, gut. Sagen wir mal, ich spende $10. Aber nur, weil es geht. Was bedeutet das? Okay. Dass ich spenden kann. Okay. Ich kann auch Gegenstände spenden. Okay. Sehr schön. Okay. Man muss ein bisschen verstehen. Hier hinten müsste meine Waffenkiste sein, ne? Oh, what the fuck. Ich hoffe nicht, dass das alles irgendwie für, ne, und so. Das sollte keine... wie heißt das hier? Kein, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist Pistolenmunition, okay. Und Revolvermunition. Also das ist immer unsere Revolverkiste quasi. Das, was wir finden. Ah, oh, diese Musik da hinten, das ist... Morning. Ich würde so mir nichts, dir nichts, wenn ich dürfte, gerade mal... eigentlich jagen. Gut. Ich habe keinen... Ah, okay. Hab ich nicht. Und kann ich eigentlich eine Waffe mitnehmen? Ich würde gerne ein bisschen fürs Lager jagen. Fürs Lager jagen. Habe ich meinen Bogen dabei? Ja, ich habe meinen Bogen dabei. Ja, ich weiß, es ist am Pferdchen. Na, schade. Ja. Ich hätte es gern getroffen. Ganz ruhig. Wir müssen gucken. Ah, Schüsse in der Nähe deines Lagers und bewege dich weiter und gehe auf sich. Okay. Also sonst sehen die Leute uns oder was? Das wäre natürlich nicht so geil. Da hinten rennt schon wieder was. Pflanzen, Kräuter, die du pflücken kannst. Und Kräuter, okay, Sachen herstellen. Okay. Kennen wir ja schon. Dafür ist es. Ich habe zwar was getroffen, aber mehr auch nicht. Alter, die Tiere zu töten ist aber auch gar nicht mal so einfach, ne? Die sind da lang. Okay.
Hier verlangsamt sich das aber. Warte mal. Hier kann man irgendwas sammeln. Warte mal, wir sammeln das mal. Sammeln und untersuchen. Okay. Wir haben Schafgarbe bekommen. Okay. Ein Puma. Irgendwo. Wenn ich nur wüsste, wo. Da vorne sind zwei Leute. Das heißt meist nichts Gutes. Aber wir gehen da mal hin. You know, they don't mention the patrol. I don't think you should just be wandering around here, friend. Wieso? Not a thing happens around here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Willst du mich abfacken oder was? Willst du mich abfacken? Was ist dein Problem? Go on! Get lost! You're going down! Was willst du von mir, Alter? May you be a lesson to anyone else that comes at the O'Driscolls! You're done here! Ich würde gerne blocken, aber ich kann nicht. We're the meanest Irish outfit outside in New England, so look out! Okay. Alter, was? Die haben mich entwaffnet, das geht? Können einen entwaffnen? Ist ja madig. So, ich will meinen Hut wieder. Okay, also man muss aufpassen. Sachen, die man jetzt lernt, nicht einfach auf die Leute draufgehen. Okay, wir haben sogar eine Zigarre bekommen. Wo ist den Dude erledigt da vorne? Alter, was man für Sachen hier lernt ist. Okay. Also $10 sind hier nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie man hier blockt und so. Das ist mir noch ein kleines Rätsel. Aber es liegt daran, dass man hier kaum Schlägereien hatte bisher. Und ich gucke gerade nach einem Tier. Ich würde gerne mal ein Tier vorbeibringen. Oh. Also ihr seht, es wird auch mal längere Folgen geben. Wo wir dann halt mal was suchen oder so. Komm, ich geb mir mal einen Keks. Ah. Okay, da war irgendjemand, der hier gerade rumgelaufen ist. Da hinten ist was losgerannt. Da ist ein Fuchs. So, den wollte ich haben. Meine Güte. Ich will mal schauen, was passiert, wenn wir da jetzt so einen Fuchs abgeben. Hey, Füchschen, komm mal mit. Ein amerikanischer Graufuchs. Okay, es gibt hier auch Punkte. Das ist natürlich auch nice. Gut zu wissen. X. So, komm mal her, Bruder. Also so ein Lager aufbessern ist natürlich nochmal was bisschen anderes. Das spürt man recht schnell jetzt. Ja, ich weiß. Ich galoppiere absichtlich. Oh, der hat einen Hund dabei. Das ist natürlich auch geil. Auch selten gesehen. Also in Online gibt es das gar nicht. Ah, Truthähne. Ah, Hosea. Hey, Hosea. Okay, das ist natürlich nice. Dass Hosea da zuguckt quasi. Ah, okay, gut. Das bedeutet, dass wir jetzt hier ein bisschen Panik haben. Okay. Ah, du kannst im Lager. Okay. Ich wollte eigentlich das Tier. So, ich will den Fuchs nämlich zum Schlachter bringen. Das müsste doch jetzt eigentlich gehen. Ach, guck mal, da vorne chillt jemand. Na, das liegt zu ihm. Hey, Bro. Alles klar?
You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots. Jo. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around. Achso, okay, das füttert auch die Lagerkasse. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Okay, und jetzt kann man halt auch. Also, jetzt sicherlich noch nichts verbessern, aber es wäre theoretisch möglich. Wachlagerfeuer. Okay. Also es gibt so Sachen, die man macht. Aber es gibt noch sicherlich später mehr. Ah doch, hier. Sie ist auch da. Ich kann nicht mit ihr reden. Oder ist es hier? Kann ich Sachen hier ablegen? Ich würde zum Beispiel auch gerne Munition spenden. Ich weiß halt nur nicht, wo. Das ist halt so mein Problem. Weil ich würde zum Beispiel 10 Munition, 10 Munition spenden, so. Aber warte mal, vielleicht hier Beitrag leisten. Und dann Gegenstände spenden. Ah ne, das sind Uhren, die würde ich gerne zu Geld machen. Okay. Weil ich meine, wir werden uns ja auch noch bessere Waffen holen und sowas. Aber hier war ja das mit der Munition. Mhm. Also, was war das? Zeit, was? Zeitungsausschnitt über den ersten Banküberfall. Ach, da greift er rüber. Ach so. Raisin Bank Robbery. Okay. Seit einigen Jahren ist Major T.J. Belfort nun schon Kassierer bei der Lee and Hoyt Bank, aber nichts konnte ihn auf die Ereignisse der letzten Woche vorbereiten. Es war ungefähr um 2 Uhr. Drei Männer, die ich nicht kannte, traten durch die Tür und kamen zum Schalter. Einer von ihnen, der Älteste, war sehr wortgewandt, verwickelte mich in ein Gespräch. Plötzlich zockte der Größte, ein mürrischer junger Mann, eine Waffe und hielt sie mir vor das Gesicht. »Hände hoch«, sagte der Dritte, der ihr Anführer gewesen sein muss. Die anderen beiden wiederholten die Aufforderung, fluchten und der Anführer sagte, »Meine lieben, patriotischen Freunde und ich werden sie jetzt um ihr Gold erleichtern und einigen Menschen ihr die Vorzüge der Zivilisation näher bringen.« Dann kamen sie hinter den Schalter und nahmen sich ein paar Goldstücke, in denen $5000 in Gold waren. Sie wollten wissen, wo der Rest des Geldes war und sie zeigten auf 3 Säcke mit Silber, aber die waren ihnen zu groß. Sie machten sich daran zu fliehen und warnten mich davor, den Alarm auszulösen. Solch eine Angst hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, sagte Mr. Belfort, einem Reporter. Die Räuber sollen sich noch eine Weile in der Stadt aufgehalten haben und wie unbestätigte Quellen behaupten, sollen sie verschiedenen Armenhütten und Waisenhäuser besucht haben, wo sie Teile ihrer unlauteren Beute verteilen. Tja, glaubst du gar nicht. So, und ich würde hier gerne Munition spenden, aber ich kann nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Schade, schade, schade. Ich kann mich auch gar nicht umziehen, ne? Das ist halt so das Problem, glaube ich. Doch, na klar. Woher haben wir denn die ganzen Sachen? Kein Mantel, okay. Das kann man nehmen, eine Weste. Vielleicht nehmen wir lieber so eine Weste noch dazu. Farbe wäre halt schön, aber. So. Ja, Hosenträger braucht man ja drüber nicht. Ja, die kann man nehmen. Ah, hier gibt es noch eine Farbe. Würde ich lieber die nehmen. Oberteile. Alter Akzent. Jo, ich würde das blaue nehmen. Mäntel nochmal. Revolverheldenjacke. Staubmantel. Na, ja, da würde ich das hierbei lassen. Kopfbedeckungen. Die Kopfbedeckung hat mir gar nicht gefallen. Das ist ein pirscher Hut. Ah, vielleicht der hier. Gibt's gerade nur in der Farbe. Passt nicht. Der Hut passt nicht. Ah, fürs Kopfbedeckung war, glaube ich, am besten. Traurigerweise. So. Du hast keine. Ja, gut, wir kommen jetzt auch nicht in kaltes Wetter wahrscheinlich. Ah, hier kann man Domino spielen. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es macht schon mal sehr viel Spaß und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt wird. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann.
Ciao, ciao.